Und auch das sollte man sich mal klar machen. Hannah Arendt war die Totalitarismusforscherin gewesen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die hat geschrieben, die größte Gefahr in der Moderne geht nicht von der Anziehungskraft nationalistischer oder rassistischer Ideologien aus, sondern vom Verlust an Wirklichkeit. Wenn der Widerstand durch Wirklichkeit fehlt, dann wird prinzipiell alles möglich. Und im Bundestag herrscht keine Wirklichkeit. Schauen Sie mal eine Debatte an, es ist grausam. Wer trägt die Verantwortung? Die eigentliche Verantwortung trägt die Wissenschaft. Die Wissenschaft hat die Aufgabe, die Bevölkerung objektivierbar zu informieren, und sie hat fürchterlichst versagt. Komplett versagt. Brauchen wir gar nicht weitersprechen. Aber wurden Straftaten begangen? Also angenommen, ich bin jetzt nun natürlich kein Jurist, aber ich stelle jetzt mal folgendes Gedankenspiel an. Ich weiß, dass die Medizin, das wird in anderen Gebieten ähnlich sein, aber in der Medizin weiß ich es, man hat sich an den Regelbruch gewöhnt. Ja, man hat bei den Studien sich daran gewöhnt, da ein paar Zahlen zu drehen, da was falsch zu machen, damit es dann wieder schön aussieht. Man hat bei Zulassungen sich an den Regelbruch gewöhnt. Der Herr Spahn gewöhnt sich daran, als junger Abgeordneter in Gesundheitsausschüssen zu sitzen, gesetzgebend und zu verschweigen, dass er eine Pharmalobbyfirma Mitinhaber ist. Der Regelbruch ist die Normalität geworden. Das ist wie ein Einbahnstraßenfahrer, ein Geisterfahrer. Der hat sich daran gewöhnt, in die Einbahnstraße reinzufahren, weil es schneller geht. Vielleicht gibt er auch immer mehr Gas, weil es ist ja nie was passiert. Kann ich durchrauschen mit 100, komme ich schneller nach Hause. Passiert auch nichts. Aber wenn er ein Kind totfährt, ist das fahrlässige Tötung. Und so sehe ich das. Ich glaube nicht, dass Wieler, Cicucek vom Paul-Ehr-Institut, Spahn, Lauterbach ist eine Nummer für sich, dass das böse Menschen sind. Aber es sind Menschen, die karrierebewusst sind. Und sie waren bereit, Regeln zu brechen. Und diesmal ging es richtig schief. Und deswegen halte ich sie verantwortlich. Und deswegen halte ich den Tatbestand der fahrlässigen Tötung für angemessen. Und wenn wir ein Rechtsstaat sind, dann müssen die angeklagt werden.